hat ein Mikro. Herzlich willkommen zurück zu Let's Plays. Er haut gerade dein Mikro. Ja, genau, wir kämpfen hier mit allen Mitteln, sogar mit Mikros. Und es geht halt gut voran. Wir sind immer noch auf dem imperialen Schiff, das die SLS angegriffen hat. Und versuchen uns da hier Platz zu machen. Da hinten ist wieder so ein Container. Boom. Und das Schöne ist, wenn man auf den Container die Leute umhaut, die zählen ja trotzdem. So. Du, der sprintet immer voran, das ist ja nicht normal. Irgendjemand muss ja hier was machen. Na, ob du da die richtige Option bist, mag ich manchmal zu bezweifeln. Ja, gut. Erstmal einsammeln. Hopp. Gibt's hier irgendwas, was man anklicken kann? Nee. Hätte ja sein können. Hier gibt's auch nichts. Ob da Verkehr verlaufen hier lang. Und der Typ ist schon wieder im Kampf, ohne dass ich da bin. Oh, ich sterbe gleich auch, gell? Ja, okay. Das kann davon, wenn man halt vorausrennt. Und da kommen schon die nächsten. Leider diesmal ohne Ausruhen. Aber, siehst du, ging doch alles gut. Ups. Entschuldigung. Kommst ja gar nicht zum Heilen. Was ist denn los, du? Hätte ich mehr gewonnen. Ja, genau. So, na gut. Genug Spaß gehabt. Heil dich mal, bevor ich die nächsten wieder angreife. Ja. Das war super. Okay. Hast du erwartet. So, erstmal hier alles einsammeln. So, Credits kann man immer brauchen. Ich werde mich auch mal hochheilen. Also die sind schon haarig und da kommt dann noch ein dicker. So. Also mindestens einer. Ein Boss kommt ja mindestens noch, soweit ich mich erinnere. Und der hat mich auch schon geärgert. Deswegen sage ich ja, heilen schadet manchmal nie. Was rennst du denn schon wieder weg? Heilen schadet manchmal nie, ne? Dann komm, genau, geh ran, dein Droide tankt doch für dich. Mein Droide ja, ist weiß. Tot. Oh je, was ist das hier, mittelschwere Rüstung? Kannst du mittelschweres Zeug tragen? Nimm's halt, mir ist egal, ich brauch's nicht. Jo, aufrüsten. Du bist schwach, T701. Aber nicht gegen deine Meisterin, die einfach vorausrennt und danach hauen will. Oh shit. So, da ist wieder so ein Ding drin, brauchen wir gar nicht erst angreifen. Ich kann es gerade nicht anwählen, ja, du standst mitten im Weg. So. Hier einfach mitten rein, statt nur vorbei. So. Hier drüben, warte, ich nehme alles mit natürlich. Credits kann man immer brauchen. Man kann nie genug Credits haben. Vor allem später, wenn wir uns wirklich mal den Gleiter kaufen wollen, das Zeug war teuer. Wo bist du soweit?
Wie teuer sind 15.000, glaube ich, und dann muss jetzt die Fähigkeit ja auch noch für ungefähr 15.000 oder was kaufen. Also, es war schon ein bisschen was. Oh. Ja, ein bisschen was habe ich schon. So, gut. Zack, die Credits nehmen wir auch mit. Und dann steht ja das nächste Kommando, aber da steht auch wieder seine schöne Kiste. So. Das ist keine, die direkt tötet, siehst ja, die tut nur Stromschläge verteilen. Und da hinten im Hintergrund siehst du schon was Lustiges. Ein etwas kleinerer Droide. Hm. Ich freue mich jetzt schon. Ja, lustig. Juhu. Und das mit dem Dü. Lass den erstmal stehen, wir räumen erstmal links und rechts weg hier. So, warte. Zack. Den nochmal neu. Ach so, ja, warte, ich erinnere mich hier ran. Gut, dann komm erstmal hier hinter. Erstmal hier hinter. Da hinten wegräumen, dann räumen wir den Bus weg und dann. Oh ja, heil dich erstmal genau. Und dann tun wir mal diese zwei Konsolen aktivieren. Wie gesagt, ich war hier bisher nur alleine drin. Insofern konnte ich das nie machen. Da brauchst du nämlich zwei Personen dafür. Cool. Mal schauen, was da passiert. Oder wollen wir es gleich mal ausprobieren? Na, du bleibst hier bei der Konsole und wir müssen die quasi gleichzeitig aktivieren. Das heißt, bleib du mal einfach da stehen und ich sag dir, wann es losgeht. Du kannst dich ruhig hochheilen. Okay. Weil, wie gesagt, vielleicht spawnt ja auch ein Bob. Wer weiß das schon. Ich weiß es nicht. So, ich bin bereit in 3, 2, 1 und los. So, Energie wird umgeleitet. Erfolgreich Energie umgeleitet, toll. Und jetzt? Ach, jetzt ist der wahrscheinlich jetzt noch stärker. Oh. Oder, nee, der ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen beschädigt oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist das ein Boss-Mob, kein Elite-Mob. Viel Spaß. Schreiderboss. Okay. Schreiderboss. Bereit? Alles klar. Dann. Ja, dann go. Ja, wahrscheinlich dadurch, dass wir den so beschädigt haben, scheint das doch relativ. Aua, jetzt hat er mich platt gehauen. Relativ vernünftig. Ja, naja, umgehauen halt. Ja, sieht ja ganz gut aus. Der geht schon noch. Ist schon vorbei. So, diese Tunika lasse ich, denke ich, mal dir. Ich gehe mal auf Gear. Ich gehe auf Bedarf. Dann habe ich jetzt auch das Orange. Wunderbar. Zeig mal aus. Na gut, Sieggesicht kann man immer noch sehen. Verbessert hat sich's nicht. Machen wir mal weiter. So, warte mal, halt, hier hinten ist noch Augenblick, was ist das hier da hinten? Verzweifelter Angriff, besiege denn. Ach, hier hinten haben wir den Energietrioiden freigeschalten. Da gehen wir mal dahin, bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen. War ja. Komm, die Rüstung hier wahrscheinlich wird man auch verskinnen. Zum Beispiel. Ja, jein. In gewissen Teilen, aber wie gesagt, du kannst ja die orange Rüstung kannst ja modifizieren und da viele ähnliche oder gleiche Rüstungen aussehen oder gleiches oder ähnliches Aussehen haben, kannst du quasi schon mehrere Rüstungen von Haus aus modifizieren. Ha, so, das okay. Ist dieser Energiedroide, den ich das letzte Mal nicht freigeschalten haben konnte. Bereit? Ja, bereit. Ah, den hast du. Nein, das letzte Mal nicht freigeschaltet. Nee, wie gesagt, das geht nur zu zweit. Muss man auch erstmal durchkommen hier.
Der haut auch rein. Ja, mich auch. Opfere dich für uns, du. Opfere dich. Ah, doch nicht. So, ich habe wieder was Schönes Blaues. Was haben wir, mal gucken, was es gibt. Clown-Schild des Vortex. Kraftgenerator. Das ist ein Schildgenerator. Ich glaube, das kann keiner von uns beiden nehmen. Klick mal auch auf Bedarf. Ich klicke auf Bedarf, du klickst auf Bedarf. Arschgeleckt. Ich hab's bekommen. Glückwunsch. Vielleicht kann ich das ja mal im Dingens anziehen. Nee. Kannst du mal probieren? Das kann durchaus sein, ja. Oh ja, das kann ich. Meiner braucht einen Kraftgenerator. Warte mal, wir hatten der eigentlich von der Waffe, dann kriegt er meine Alter hier. Und die Schuhe wollte ich ja auch gucken. Na, hat er auch ein bisschen mehr Rüstung. Gut. Ja. Dein Bob hat das. Na, siehst du, dann ist doch schön. Dann heile ich mal meinen Bob und deinen Bob hoch und dann gehen wir mal wieder da hoch. Den Energiekern da oben überladen noch. So, okay. Du spring mal hier runter, bitte. Warum nicht? Nee, lass mal. Kannst du deine Flügel ausbreiten? Wahrscheinlich. Kann man auch fliegen. Auf die Schnauze auf jeden Fall. Ja. Was passiert denn dann eigentlich? Wenn du musst ja, wirst du dann wahrscheinlich mit einer Drohne, oder? Hast du dich dann ja, klar, kannst du. Aber da wir jetzt über der Level 10 sind, hast du nur noch 5 Drohnen oder so. Ansonsten kommst du am Anfang an. Ihr lasst mir wirklich wenig Auswahl. Ja, das lassen wir tatsächlich. Ja, wie gesagt, ansonsten kommst du halt am Anfang von dem Raumschiff hier wieder an. Müsstest halt wieder herlatschen. Schätze ich mal. Ruhe, noch nicht reinlaufen. So. Wieder ein paar Tote. So, zur Inhaftierungsebene. Nee, offensichtlich nicht. Das würden hier keine Leute mehr rumstehen. Die respawnen nämlich nicht. Nein, wir sind hier auf einem Raumschiff. Wie sollen da Leute respawnen? Wie spawnen denn Leute geboren auf einem Planeten? Ja, die werden dann innerhalb von ein paar Sekunden wieder geboren. Das finde ich auch cool hier. So Fleischräuber oder sowas, natürlich. Genau. Ja, Fleischräuber haben halt einen besonders schnellen Organismus. Natürlich. Glaubst du mir sowas nicht? Oh, mein Typ ist auch schon wieder weg. Dann auch. Ja, meine auch. Da hast du recht. Sollte man vielleicht mal drauf achten. Insbesondere, wenn es sonst den Tod kostet. Tschüssi, mach das mal alleine. Ja. Hat mich erwischt. Junge. Zurück zum Medicenter. Da mich. So, wo bin ich denn? Ah, alles klar. Die Lady wurde auch besiegt. Nicht Gunner. Wir sind wieder hier, es ist gar nicht so weit. Beim Energiekern sind wir gelandet. So, dann gehen wir jetzt da runter und dann holen wir erstmal unsere Leute wieder. Hast du wenigstens den Typ wird noch fertig gekriegt? Ja, das wenigstens Ding etwas. Brauche ich nicht alles alleine machen. So. Hopp. Und das sammeln wir auch ein. Die ist auch da. Gut. Dann kann es ja losgehen. Machen wir die hier. So, alle erwischt. Jawohl. Nehmen wir mal alles mit. Hier drüben haben wir auch noch ein paar Dinger. Credits. Nehmen wir alles mit. Credits kann man immer brauchen. Ich krieg ja so schon so wenig, wenn da die in Gruppe ist. Das wird wahrscheinlich. Ach Quatsch. Im Notfall kriegt man das schon hin. Im Notfall brauchen wir etwas länger. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Vor allem, wie gesagt, die meisten Credits kriegt man ja durch die Belohnung. Was kann man durch verkaufen? Und dadurch, dass wir jetzt hier die ganzen Heldenmissionen noch mitmachen können, die ich einfach meistens
Wir lachen ich habe. Dachte, ach, du hast jetzt von Credits geredet. Ich dachte, du meinst jetzt hier Experience. Oh nö, das wird schon klappen. So, okay, warte. Wir machen nämlich jetzt erstmal eine Aufnahmepause und den Rest machen wir in der nächsten Folge. Leute, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Folgen gehen rum wie Sau hier momentan. Bis denn, tschö. Tschüss.